Servus, ihr seid der Tape, eurem SDEVA und wir begrüßen euch hier in Such den famosen Gegenstand. Heute mal ein wenig anders in Black Ops 3. Ich begrüße erstmal den Pink Panther. Schönen guten Tag, Pink Panther. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Mann. So, wir spielen im Team, beziehungsweise wir spielen Team gegen Team. Meine Leute werden versuchen, Gegenstände zu finden, Sachen, Zahlen, Teile, Gerätschaften und werden dafür einen Kill bekommen, beziehungsweise einen Punkt. Und wir haben uns ausgemacht, welches Team dann am besten ist, das hat halt einfach gewonnen dann, ne? Genau. Genau. Ich möchte jetzt nochmal kurz unterbrechen, denn wir haben nämlich ein Geburtstagskind da. Hier, den da. Der Tobi ID. Und dem will ich noch ein Ständchen singen, auch wenn Steve das dann rausschneiden will. Das darf er aber nicht. Also Steve, Tobi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Tobi. Happy Birthday to you. Leider habe ich kein Röckchen an. Ja, also, willkommen zurück. sucht den Gegenstand. Das heißt, ihr müsst Sachen, Teile finden. Wenn ihr es gefunden habt, zum Beispiel hier ein Brotkrumen, schaut ihr nach oben, schießt einmal in die Luft, legt vorher euren Taktik-Einstieg und sagt euren Namen in-game. Dafür werdet ihr einen Punkt bekommen, was eurem Team zugute gerechnet wird. Wer in den nächsten 16 Minuten am meisten Punkte gesammelt hat, der hat gewonnen. Selbsteliminierung führt zur Disqualifikation des Teamchefs und ihr werdet einfach mal gefistet. So, wisst ihr Bescheid. Ja? Darf ich einen Verbesserungsvorschlag machen? Kunde? Wenn derjenige, der es gefunden hat, als erstes ich in den Textchat schreibt und geschossen hat, das ist dann derjenige, der es tatsächlich als erstes gefunden hat, weil da ist ganz klar ersichtlich, wer es ist. Verstehst du? Und ja. Alles klar. Au. Geht scharf. So, Alter vor Schönheit. Okay. Also darfst du anfangen. Da das ja hier eine Show ist, suchen wir den entsprechenden Fernsehsender, das ZDF, meine Freunde. Ja, bezahlst du auch schon was dafür, oder? Bei Suchen und Verstecken? Nein, das war die falsche Antwort. Ach, suche den famosen Gegenstand. Jawohl, das ist der richtige. Du willst schon, dass das ganze Team suchen muss, ne? Und der es erst findet, das Team kriegt den Punkt, wollte ich bloß mal sagen. Ja, von den du hast echt einen Fail gerade begangen. Oh mein Gott, hast du einen Fail? Also ihr dürft alle suchen, ja, alle dürft ihr suchen. Wer es gefunden hat, der kriegt den Punkt. Du hast recht, ich war voll verwirrt. Vom ZDF. Ja. Das liegt wahrscheinlich an den monatlichen Beitrag und so, ne? Achso, monatlicher Beitrag? Ja. Oder Quartalsbeitrag. Aber naja, gut, es gibt ja natürlich auch andere Beiträge. Zug. Vorsicht, meine Züge! Züge. Ich mag zwar Züge, aber nicht so sehr, dass. Findet das echt keiner? Das ist krass, ne? Okay, pass auf, wir zählen jetzt runter. 10, 9, 18. Dann ist vorbei, meine Freunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gelitten. Aus, meine Freunde. Ja, hier wäre es gewesen. ZDF wäre hier gewesen. Da oben ist das gelbe ZDF. Wow, das ist natürlich fehl. Was denn? Na, ihr könnt es im Video dann nochmal sehen. Es geht direkt weiter. Und zwar suchen wir Sperrzone. Sperrzone. Also es ist eigentlich relativ extra für euch geschrieben. Ja? Tür zu. Also Tilo, du weißt ja, wo es ist. Kann das sein, dass die Menschen echt ein bisschen fehl sind? Ja. So. Stopp! Engel, Berti, schieß mal in die Luft. Du hast es gefunden. Alles klar, jetzt müssen wir sehen, wo er geschossen hat. Da ist er. Hier drüben. Ja, gut. Lassen wir mal so gelten. Sperrzone. Da hinten steht Sperrzone. Ja, das stimmt. Dorthin. So. Engel, Berti, hast leider einen Punkt, Tino. Du bist dran. Yeah, baby. Jetzt suchen wir Hugo den Hengst. Also was? Hugo Hengst. Oh. Hugo. Bin ich mal gespannt. Hengst, meine Freunde. Ab, stopp. I kill you. Stopp. I kill you. Oh, ach. Ich hab's irgendwo schießen hören. Das war mein Team, ne? Oder deins? Keine Ahnung. Deins. Hast du?
Echt jetzt? Wie jetzt? Ist das mies? Kuku ja, hängt, stimmt. Tatsächlich. Mhm. I kill you. Hast recht gehabt. Du musst ihn töten. Ja, eigentlich will ich das nicht, aber okay. So, es geht direkt weiter so ohne Bim, 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 Bam, Bum, Bing, Bang. Und zwar, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Rotes Pferd. Ich kenne ja, ja deine Dinger nicht. Tja, da guckst du nämlich, guckst du nackt. Wo es ist. Er hat ja ohne mich gesucht, der Hund. Ja, weil es kann. Ein rotes Pferd. Wie ging das eigentlich weiter? Hat das rote Pferd sich einfach das umgekehrt? Hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte zum, zum, zum. Und. Schneidest du das jetzt auch raus? Nee, das. Hallo, mein Gesang ist natürlich optimal. Standardbang, hallo? Wahrscheinlich. Copyright Strike, oh shit. Rotes Pferd oder. Nein, ein rotes Pferd als Symbol ist relativ klein, weil es halt kann. Jo, heute gibt's echt wenig. Ja, warum? Das ist auf so einem Schild völlig geil zu sehen. Ich meine, früh am Tag irgendwie. Die haben gestern ja zu viel gesoffen irgendwie, deswegen. Milch? Sie wie sonst was. Vorrangig Milch. Ich trinke nicht. Hey, jawohl, Breaken. Tatsächlich. Er hat's gefunden. Boom. Das ist mein Team? Ja. Gut. Alles klar. Er hat's zwar zerschossen. Ja. Alles klar. Gut. So. It's okay. Your step, dude. Dann suchen wir Juice, also Saft auf Englisch. Juice. Saft. Meine Freunde, Saft auf Englisch. Juice. Oh, jetzt. Entsaftung? Kein Englisch. Oh, zumindest etwas. Na, die Frage ist bloß, wo ist der Saft? Wo gibt's hier Saft im Bann? Naja, das ist ja, wir haben schon komische Sachen dabei, ne? Der rote Hengst. Ja. Hugo, ja, der Hengst. Das rote Pferd. Alles schon recht. Ich habe auch gleich noch eine schöne Frucht. Was für Frucht? Alles klar. Also im Chat ich schreiben, wenn es jemand gefunden hat, wie gesagt. Also das wäre. Au! Ey, du hast Boxhandschuhe an, du hast Boxhandschuhe an! Oh! Hat er geschossen? Hat er geschossen? Ich! Warum das? Achso, lol. Voll der Fehl. Das war Fehl. So, was sind wir mit. Ja, gut, danke, dass du mein Team in Tod gegeben hast. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Das war dein Fehl, aber okay. Wer hat denn jetzt. Hat einer was gefunden? Nee, irgendwie nicht. Ich? Oh, doch. Wo? Nochmal schießen. Tu es. Schieß! Da hinten? Hä? Wo? Bei dem Spawn von uns. Ah, dort hinten. Ja, da. Bei Cold Drinks das dritte. Oh, wow. Okay. Echt jetzt? Wo? Juice, Alter, dein Ernst, yo. Also, ihr hättet auch vorher die Grafikkarte, hochstellen können. Ja, das. Juice, das ist zwar ja nicht das Juice, was ja, ich aber eigentlich, aber es ist Juice. Hat er recht. Ja. Hat er recht. Oh, so, damals ein bisschen beim Obst sind. Ja, beim Obst und sowas. Werden wir jetzt eine Birne suchen? Suche ich doch eine andere Sache? Eine Glühbirne? Oder eine Orangenbirne? Eine fruchtige Birne. Eine Orangenbirne? Eine fruchtige Birne. Ich? Oh, Recker. Der Recker. Wo denn? Oh, wo? Wie? Wie? Doch nicht. Schieß. Oh, Tobi. Okay, Tobi. Wow. Ich wollte das auch erst mal ansagen, aber Tobi? Tobi? Ja. Ja, tatsächlich, er hat's gefunden. Ja, hier ist eine Birne. Hat er gefunden. Für mich. So, meine Freunde. So. Und es geht gleich weiter mit der Nummer 7593. Was? 793. Kann man sich gar nicht merken, sowas, oder? 7539? Oder wie? Ah, hier sucht schon einer. Hm. Oh. Aber. Hm, vielleicht hier? Hm. Oh, vielleicht da? Hm. Sie denken, dass es ein Nummernschild wäre. Ah! aber irgendwie sowas, oder? War das nicht? Hä? Hm? Ja, das ist die Frage. Ja. Ich will ja nicht sagen, ne, aber es gibt hier auch noch versteckte Möglichkeiten. Aha. Ist da der Gesetzeshüter mit am Werk? Man weiß es nicht. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist er denn, der Hühnerschredder? Ich würde sagen, ihr habt noch
Vielleicht so 20 Sekunden. Kannst du deine Zahl noch wiederholen? Ja, meine Zahl ist 7593, meine Freunde. Bin ich mal gespannt, wo es ist. Heisenberg. Oh, er hat's gefunden. Wie kam er darauf? Ja, der Gesetzeshüter ist gesehen, wieder am... Wie du die ganze Zeit hier gestanden hast. Ich hab bloß einen Tipp gegeben. Der Gesetzeshüter ist mit am Werk und hier unten ist es nämlich... Ja. Wer war richtig. Das jetzt? Dr. Alter. Heisenberg. So, gut. Also gerade ein bisschen an Zahlen und Sachen so dabei sind, suchen wir jetzt. Haltet euch fest. ZH370. ZH? Ja, 370. 370. Ja. ZH. Echt jetzt? 370. Ja. Geht's auch mal. Ja, dann guck mal. ZH 370. Wo könnte es sein, Gino? Erzähl mal. Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Also so richtig weiß ich nicht, wo es ist. Ich sehe es ja auch nicht hier. Also es ist auch nicht direkt vor mir. Ich habe die Zahl heute irgendwie schon gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Tja. Das ist so eine Sache, ne? Wie schreibt man ich, ne? Ist klar. Also ihr standet vor uns erstmal 3 Meter daneben. Leichter geht's ja, eigentlich nicht. Aber wir alle haben hier dran geguckt und da steht nämlich ZHD 92370. Ja, aber da hinten ist ein ZH und rechts daneben ist ein 370. Ladies okay. and Gentlemen, das ist ja schon ein wenig. Das ist schon ein bisschen tricky. Das ist tricky, Baby. Ja, muss nämlich wissen, wie. Peter, lustig. So. Hast du ihn gemacht? Ja, ich hab ihn. Hat er gemacht. Ja, er ist rumgesprungen wie so ein so, Hengst. Was hast du noch im Repertoire? Ich habe Mobilität für dich. Oh, Mobilität für dich. Für dich die Mobilität, mein Freund. Ist das ein Spruch, oder? Ja. Und Steve? Ja. Ab jetzt absolut Verbot. Du darfst nicht in der Nähe von den Sachen stehen, weil sonst... Bin ich doch gar nicht. Deine Leute sehen wir... Ah, stopp! Der Lukas Dad hat tatsächlich, ja. Wo ist er denn? Was ist los mit uns? Da, wo er gestorben ist. Alles klar, dort war Mobilität für alles klar. Ja gut, wenn wir gerade beim Sprüchen und sowas sind, ne, dann geht es los. Und zwar, jeder kann laufen und fit sein. Geben Sie alles. Wow. Jeder kann laufen und fit sein? Oh. Ja. Der Lia war der Erste. Wo ist er denn? Bier. Wo bist du denn? Schieß mal, Bier. Da hinten. Oh, naja, klar. Das war auch so groß, also von daher. Vorsicht, Zug. Zug ist weg. So, was? Hast du ihn gefunden? Nee. Wo ist er? Ja, schieß nochmal. Ach, da. Ach, das ist meiner. Ja, das ist doch schön. So gefällt mir das. Steht es? Dort oben. Da jeder oben. Kann laufen und fit sein. Geben Sie alles. Was? Ich sehe es nicht. Dort oben! Da oben. Diese Zeitschinderei immer, weißt du? Das ist deine Taktik. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Wo ist der Typ? Wo ist es denn? Ach so. Wunderbar. Ich auch ja. bei der Bar. Dann bin ich wieder dran. Was? Ja. Die Zeit zählt runter. Ja. Oh mein Gott. Die Zeit zählt runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Zeit läuft gegen dich. 2C. Was? 2C? 2C. Am Fuß die dran oder? Okay. Am Fuß 2. Die C? Okay. Keine Füße, aber 2C. Okay. Engelbert. Wo könnte es Lauf sein? Und so. Wo ist es? Ja, wo ist es denn? Oh oh. Oh, was ist das für einer? Wer bist du? Hallo? Hä? 2C. Plia, mein Joker, komm, tu es, such sie, die 2C. Ist das eigentlich groß geschrieben oder ist das eigentlich klein geschrieben? Was? 2C? Oder 2 kleine C? Die großen C? Ja, töte mich, hallo, kriegst du noch einen Punkt? Ja. Nee, die kriegst du alle abgezogen, Freund. Nee. Nee, das war ich, wieder. Ich hab geschossen. Ja, wo ist es? 2 Minuten habt ihr noch. Es
ist eigentlich relativ groß, kann das sein? Ja, es ist schon recht groß. Was für eine Farbe beinhaltet es? Gelb. Okay, und was für eine Schrift ist es geschrieben? Druckbuchstaben. Okay, welche Farbe hat die Druckbuchstaben? Weiß. Okay, kann man das essen? Nein. Ich! Der ich. Recker! Recker schießt! Was? Hä? Wo denn? Ich hab nichts gesehen von Schießen. Da, wo deine. 2C? Ich kann ihn noch nicht mal lesen. Wo steht denn da 2C? Wieso gelb aus? Nee. Nee, ich kann da nicht irgendwie 2C nee. Sehen. Ich hab gerade auf mega ultimativ. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mainz! Sie haben gelitten. 2C ist hier! Tja, dort hat oben. Bei dem Parkdeck. Ja, gut. Da steht 2C auf. Habt ihr leider gelitten. Na gut, geht's halt weiter, oder, Tino? Ja, ja, ja. Und zwar out of service, das wird wahrscheinlich das letzte werden. Out das? Of service. Yo. Steht's denn? Wo es steht? Steve Pitty hat ich. 3 Abschüsse, ich hab. Ich, insane, insane Backs, wo bist du? Schieß! Schieß! Schnell! Ja, ich seh nichts. Da. Da. Was? Ja, da ist er. Und? Wo? Ja. Da draußen. Direkt auf der Tor. Ja, ja, out gut. Of service. Knall ihn wunderbar. Ab, Steve. Wo ist er? Wo ist er? Vor dir. Ach, ist klar. Buff, so, voll in die Fresse. Noch, ganz schnell noch. Plattformen 1 bis 12. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist es? Wo ist es? Ich? Ja. Blier. Digi Arms, Blier. Was? Wo denn? Ja. Wer ist es? Da. Boom. Los, Steve. Ja, Mann. XXX. Scheiße, es wird er nicht finden. Was nein, gelb-grünes Fahrrad, gelb-grünes Fahrrad! Gelb-grünes Fahrrad, gelb-grünes Fahrrad, schnell! XXX. Nein, gelb-grünes Fahrrad! Wo ist es? Wo ist es? Ah! Hab das! Hilf! Ich! Scheiße! I kill you! Und das war leider das zu. Das ist gelb-schwarz. Dann ist gelb-grün. Es das nie. Nee, das ist kein. Dann haben sie gelitten. So, jetzt haben wir die Punkte zusammenzählen. Also, mein Team. 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir. Und du hast 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich scheiße gelaufen, oder für dich? Und der Winner ist. Was soll ich sagen? Mein Team! Ja, hallo? Hast halt ja. Verloren. Hallo, aber ich hab die meisten Kills gemacht. Nee, hast du schön gemacht, muss ich sagen. Gut, Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen in die Kommentare und ein Kommentar unter das Video. Ja, ein Daumen in die Kommentare. Habt ihr richtig gehört? Und ich würde sagen, haut's drin. Bis zum nächsten Mal. Euer Steve Pitty und euer Pink Panther. Hashtag Daumen. Tschüss.